Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Im letzten Part haben wir Trostu erreicht. Richtig cool. Und gleich zu Beginn können wir uns hier auch Bären klar machen. Erstmal zwei Persenbären. Warum nicht? So wie es aussieht, ist Trostu eine ziemlich kleine Stadt, aber eine sehr wichtige Stadt. Denn hier ist ja auch die Pension. Nice. Und wo wir schon mal hier in der City sind, so können wir uns auch um ein weiteres Pokédex-Zubehör kümmern. Aber das machen wir dann gleich. Erstmal müssen wir die Pension finden, etc. Ja, zwei Nanabären. Danke, danke, danke. Um den Boden kümmere ich mich dann im Offline-Modus. Zwei Giefebären. Okay, cool. Danke. Eine Arena werden wir hier nicht finden. Ziemlich lame und schade, aber was soll's. Gibt es hier irgendwas Verstecktes? Nein. Aber Sensi frohlockt. Korrekt. Okay, mal schauen, was man sich mittlerweile für Items kaufen kann. Mal schauen. Hallöchen. Etwas kaufen. Ja, immer noch dieselben Bälle. Wobei, ist der Finsterball jetzt neu? Mega cool. Einen Augenblick, Leute. Ich liebe Finsterbälle. Ich liebe sie einfach. Daher gönne ich mir gleich erstmal 10 Finsterbälle. Die sind sowas von schön. Nice, danke für den Premierball. Gleich erstmal verkaufen. Fluchtseil. Schutz. Schutz. Wobei. Doch, warum nicht? Doch, doch. Manchmal möchte man ja gerne Zeit sparen. Daher lohnt sich das. Okay, dankeschön. Und was haben wir davon, wenn wir die Kunden ansprechen? Ich würde mich ja gerne an der Kapseldeko versuchen, doch leider kann man hier keine Sticker kaufen. Okay, danke, dass du das sagst. Jetzt weiß ich es auch endlich. Wenn du einen Schutz verwendest, machen schwache Pokémon einen großen Bogen um dich. Das ist hilfreich, wenn du so schnell wie möglich irgendwo hinreisen musst. Hey, darüber habe ich gerade gesprochen. Sie hat auf jeden Fall zugehört. Oh, cool, Mann. Ah, wie schön das eben gerade ausgesehen hat. Hey, bist du der Sheriff oder was? Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt da übrigens auch eine App für den Pokédex namens Pokémon History. Damit erhältst du Informationen zu deinem Pokémon-Fang. Echt jetzt? Ach was! Pokédex App Pokémon History. Nice! Du installierst die App auf dem Pokédex. Cool! Mit der Pokémon History kannst du einsehen, welche Pokémon du zuletzt erhalten hast. Ey, wie genial! Richtig cool! Ey, das feiere ich gerade mega. Oh, Haspiror. Haspiros, Pachirisu. Wenn ich groß bin, möchte ich mal im Pokémon-Hort arbeiten. Ja, cool. Warum nicht? Wie cool, Luxio zur Seite mit dir. Oh Mann, wie komisch das aussieht. Oh, wer bist denn du? Ach, die frische Luft hier tut richtig gut. Auch die Pokémon scheinen sie zu genießen. Ja, das stimmt. Pokémon-Zeitungsverlag. Talentierte Pokémon-Fänger gesucht. Da schauen wir mal kurz rein. Nicht, dass ich mich angesprochen fühle, aber ich möchte gerne einmal wissen, was hier los ist. Hallöchen. Huch, grüß dich. Du hast sicher die Stellenausschreibung draußen gesehen, nicht wahr? Aber ist ja auch nicht weiter wichtig. Sag mal, ist das da etwa ein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Heibe. Das trifft sich gut, denn genau so einen Pokémon-Experten wie dich suchen wir. Bring mir bitte ein Onix vorbei, und zwar noch heute. Wenn wir die Frist nicht einhalten, wird der Sonderbericht nicht mehr rechtzeitig fertig. Also erledige die Aufgabe bitte noch im Verlauf des heutigen Tages, okay? Boah, das passt ja. Aber sowas von, ich habe tatsächlich ein Onix am Start. Richtig cool. Richtig cool. Und dafür gibt es auch eine Belohnung, die schauen wir uns jetzt gleich an. Mega cool, Mann. Wie sieht's aus? Hast du das Pokémon dabei, das wir brauchen? Ah, wenn das mal kein Onix ist. Hervorragend. Wirklich sensationell. Vielen Dank. Lass es mich mal genauer betrachten. Ja, verstehe, genial, einfach sagenhaft. Ich danke dir, jetzt kann ich einen erstklassigen Artikel schreiben. Hier, das ist dein Lohn für die geleistete Arbeit. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Netzbälle! Richtig cool. Du warst uns echt eine große Hilfe. Ich hoffe, wir können nächstes Mal wieder auf dich zählen. Sehr schön, daraus werde ich sogleich eine fesselnde Story zaubern. Ach so, morgen habe ich natürlich wieder einen Auftrag für dich. Und diesen Spaß kann man sich jeden Tag antun. Ist das nicht cool? Mega cool. Gut, dass wir uns das angeschaut haben. Okay, Onix. Dich hole ich ein anderes Mal dazu. Und das reicht fürs Erste. Ein Augenblick. Genau. Alles gut. Alles richtig gemacht. Gut. Dann geht's weiter. Die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage, dafür aber umso mehr Fans. Und sie geht genau hier in Druck.
Alles klar, ich verstehe. Oh, das passiert so oft. Ich glaube, ich sollte wieder das Schiebepad benutzen. Ja, mit dem Schiebepad ist das ein bisschen gechillter, als mit dem Steuerkreuz hier unterwegs zu sein. Weil man bleibt irgendwie komisch stehen oder man bleibt hängen und läuft gegen die Wand oder so, voll langweilig. Und Trost, du bist da edel, ist es recht weit. Kann zwar unterwegs im Café eine Pause einlegen, aber empfehlen würde ich es nicht. Hä, warum das denn? Das hört sich jetzt voll interessant an. In irgendeinem Artikel stand mal, dass Pokémon unterschiedlich schnell heranwachsen. Ja, das stimmt. Hey, Schwester Joy, kannst du dich bitte um meine Pokémon kümmern? Und was ist mit dem Ei? Nice, ey, ich freue mich, dass wir uns ein weiteres Zubehör klar gemacht haben für den Poketch, ohne dass ich das auf dem Schirm hatte. Oh, cool, Mann. Okay, alles klar. Hey, was geht? Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Oh, okay. Sollte ich auch mal tun. Vielleicht ist das ein Hinweis. Hallo, reisender Trainer. Nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probier stattdessen doch mal in Staede oder Weideburg. Das werde ich tun. Hier war hier nur eine Straße, sonst weit und breit nichts. Dann zogen Pokémon und Menschen her und mit der Zeit entstand dieser Ort. Ach so, er hat das voll traurig erzählt. Habe ich das traurig vorgelesen? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Glas Honig. Okay. Diese Ecke schauen wir uns genauer an. Fangen wir von hier aus an. Oh, runterspringen, wow. Oh, ich hab dich. Was haben wir denn da auf der anderen Seite? Hä? Das möchte ich mir den Fahrer anschauen. Hier ist der Schneider, können wir hier nicht einsetzen. Luxio, aus dem Weg bitte. Original, hier ist einfach mal ein Haus. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Fangen diesmal von hier aus an. Bringt das was? Ja, das war der richtige Weg. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, als ob ich Animal Crossing spielen würde auf der Switch. Keine Ahnung warum. Wegen der Insel vielleicht? Ganz am Anfang? Das Wesen deines Pokémon ist also robust, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es heranwächst? Also wenn sie das jetzt nur auf die Werte bezieht, dann ja. Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar weitläufiges Weideland und vieles mehr gegeben haben. Jetzt mal im Ernst, warum gibt es diese Hütte hier? Und das ist ja auch noch so ein auf Top Secret. Das checke ich nicht. Warum? Achso, hier ist noch ein Haus. So, da ist noch ein Haus. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich bin ja richtig crazy. Hä? Einen Augenblick, Leute. Das muss doch wichtig sein hier. Ich habe auch eine Tür gesehen. Diesmal von hier aus. Runterspringen. Jump, jump. Nice, 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 nice. Richtig. Richtig. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wärst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Ja, okay. Wo ist denn der Sohn? Muss ich ihn jetzt finden, oder was? Bist du hier? Bist du da? Bist du dort? Hallo? Hallo? Oh, das ist ein Luxio. Ja, okay. Dann sind wir, glaube ich, erstmal hier fertig, wa? Ich finde gerade auch keinen versteckten Charakter. Nee, nee. Okay, dann schauen wir uns Trosto weiterhin an. Einen Augenblick. Begib dich nach Staede. Ja, ich weiß Bescheid. Okay, mit dir hatte ich schon gesprochen. Mit dir auch. Da sollte ich einmal reingehen. Was geht denn hier ab? Hallöchen. Hin und wieder wird im Pokémon-Hort ein Ei gefunden. Allerdings weiß niemand, wie diese Eier dorthin gelangen. Ob sie wohl jemand dort versteckt? Bisher soll niemand gesehen haben, wie Pokémon Eier legen. Es ist also nicht bewiesen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen. Was ist das für eine Logik? Okay, das könnte aber echt interessant werden in der Zukunft. Mal schauen. Ich bin der Leiter des Pokémon-Horts und gebe als solcher gut Acht auf die wertvollen Pokémon der Trainer. Sprich mit meiner Frau, falls du ein Pokémon in unsere Obhut geben möchtest. Das werde ich tun. Wegen dem Zubehör. Pokémon-Hort, wir kümmern uns um deine Pokémon. Oh, das sieht so komisch aus, wie ich mein Pokémon wegschubse. Hallöchen. Ich bin die Leiterin des Pokémon-Horts. Wir bieten Trainern an, bis zu 2 Pokémon in unsere Obhut zu geben. Möchtest du einem Pokémon in Pflege geben? Ja, möchte ich. Muss ich jetzt
irgendein Pokémon aus dem Team verwenden oder kann ich gleich in die PC-Boxen zugreifen? Das kann ich. Gut, das wird dann auch gemacht. Leider habe ich jetzt gerade keinen Ditto am Start. Egal, ich nehme einmal Carpador. Und irgendein schwaches Pokémon noch. Hier, Yoshino. Okay, alles klar. Ja, ich bin einverstanden damit. Ich habe genug Cash. So, jetzt gehen wir einmal raus und dann nochmal rein. Und dann sollten wir die Möglichkeit haben, das Zubehör zu erhalten. Ich habe eben gerade ein bisschen im Internet gelesen. Pokémon-Eier, wundersame Funde. Im Pokémon-Hort ist man mit Herz bei der Sache. Hä, jetzt ist hier so eine Person da? Ist ja cool. Sag mal, findest du den Pokémon-Hort auch so toll wie ich? Ich habe da neulich etwas sehr Nützliches ergattert. Schau nur, das ist die neueste App der Poketch-Gesellschaft. Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Pokémon-Hort entwickelt. Da du den Pokémon-Hort auch so toll findest, kannst du das hier haben. Du hältst die Poketch-App Eierstatus. Nice. Der Eierstatus zeigt dir die Pokémon an, die du im Pokémon-Hort abgegeben hast. Richtig cool, oder? Mit der Poketch-App Eierstatus weißt du stets, wie es den Pokémon geht, die du beim Pokémon-Hort in Pflege gegeben hast. Mir nützt das leider wenig. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, meine Pokémon hier zu lassen. Du kannst sie ja wieder zurückholen. Aber ich lasse meine Pokémon erstmal hier. Ja, schadet nicht. Schadet nicht. Kann ich Onix sehen von hier aus? Das wäre voll cool. Nein, ich sehe Onix nicht. Okay, nice. Dann hätten wir uns heute zwei weitere Funktionen für den Poketch klar gemacht. Richtig cool. Ach ja, stimmt. Das können wir uns einmal anschauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird uns auch einmal eine Levelanzeige angegeben. Das können wir auch einmal abchecken. Hier, Hachirisu. Mal gucken. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das herausfindet. Aber man kann zumindest sehen, welche Pokémon man in der Pension abgegeben hat. Voll cool, Mann. Richtig cool. Das macht ja voll Spaß, ey. Jetzt habe ich voll Bock auf so ein Tamagotchi bekommen. Okay, nice, das reicht. Weg mit dir. Und ja, in Trostu haben wir jetzt erstmal nichts mehr verloren. Dann machen wir weiter. Route 210. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal versuchen, ein Pokémon zu fangen. Zwei Wildbierbären. Okay, ganz neu. Oder bisher haben wir, glaube ich, eine Wildbierbären gefunden gehabt. Jetzt schon wieder. Boah, ey, die Bären sehen schon ziemlich cool aus. Chimibären, nice. Hier, eine Kapaloris-Bäre. Sananabären. Und so wie es aussieht, gibt es hier auch noch einige Trainer auf dieser Route. Ist doch nice, ist nice. Komm, 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 ein wildes Pokémon erstmal. Ja. Und welches? Ein Ponita, wie genial. Ein Feuer-Pokémon und dann noch Ponita. Oh, wie genial. Das ist sowas von cool. Ich versuche es direkt zu fangen. Es war keine goldige Idee, aber vielleicht haut es ja hin. Man kann es ausprobieren. Schadet nicht. Und es hat hingehauen. First try. Nice, Ponita ist am Start. Richtig cool, Mann. Richtig cool. Hammer. Bereits eine Stunde nach der Geburt wachsen seine lodernde Mähne und sein feuriger Schweif, was ihm eine prächtige Erscheinung verleiht. Interessant. Ja, möchte ich. Robfy. Richtig cool, Mann. Besser geht's nicht. Oh, ich würde gerne wieder ein Knospi am Start haben und es dann weiterentwickeln. In eine PC-Box erstmal. Genial, einfach nur genial. Okay. Dann kämpfen wir mal. Meine Pokémon sind durch die Arbeit auf der Farm stark geworden. Ich bin richtig stolz auf sie. Ja, cool. Dann zeig uns mal, wie stark deine Pokémon sind. Die Stärke will ich einmal überprüfen. Und der Anton, nicht Anton, sondern der Anton, hat drei Pokémon am Start. Griffel. Ups. Ich habe Griffel gerade mit ihrer Farik verwechselt. Warum auch immer. Passiert. Level 18. Ui, Simsa da.
ist kurz davor, auf Level 30 zu sein. Voll heftig. Wie jetzt? Was ist das denn für ein Monster? Das geht ab. Es hat einfach mal die Attacke ausgehalten. Heftig. Ich bin überwältigt, Mann. Ich bin überwältigt. Hau rein, Griffel. Yeah. Aspiro erreicht Level 12. Die Attacke möchte ich mir einmal kurz anschauen. Da. Anwender ermöglicht dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als erstes zukommt. Nee. Nein, danke. Ein anderes Mal. Hallo, ich habe auf Nein gedrückt. Das war auch falsch. Deswegen kam ich nicht weiter. Hä? Girafarik? Der hat wirklich Girafarik am Start. Nice. Das wusste ich wirklich nicht. Geil. Mal gucken, wie viel Damage ich mit Psychoklinge mache. Ah. Fast ein Drittel, oder? Ah, Konfusion willst du mich reinlegen? Ich ziehe durch mit Simsala. Bambaram, bambaram, bambaram. Bambaram, bambaram, bambaram. Anton. Anton, du wirst verlieren. Gleich. Allein nicht schon, das nervt eine Konfusion, ey. Das juckt mich doch gar nicht. Doch, jetzt juckt mich das. Oh Mann. Ich habe voll die große Klappe. Und was ist jetzt? Oh, ich habe mich nicht selbst erwischt. Das wäre zu funny. Und es hat die Attacke einfach mal ausgehalten. Ziemlich nervig. Ziemlich sehr sogar. Ich kann auch Konfusion einsetzen. Ich bin nicht mehr verwirrt. Aber als Trainer schon. Haha, besiegt. Absolut keine Chance. Aber der Kollege hat ja noch ein Pokémon am Start. Was ist denn los? Staravia, Aeroass und so? Krass. Die Attacke nehmen wir mit. Die Attacke nehmen wir mit. Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. Cool, oder? Heuler, bye bye. Bye bye, Heuler, bye bye. Ah, ich glaube, ich lasse gleich Staravia ein wenig liegen. Oder Pliprin. Genau, das Pokémon hat lange nicht mehr gekämpft. Zumindest fühlt es sich so an. Wolke 7, Mann. Entomok schon wieder auf. Irgendwann erwische ich dich noch in der Shiny Form. Wart's ab. Das war sowas von klar. Das war sowas von klar. Das Pokémon ist sowas von zäh. Nervig. Okay. Ja, aber Konfusion reicht jetzt aus. Kein Problem. Einen weiteren Kampf können wir noch wahrnehmen. Lust ist auf jeden Fall da, zeitlich. Das ist auch gut. Gamer Girl erreicht Level 13. Auf deine Pokémon kannst du dich wirklich verlassen. Ja, natürlich. Natürlich. Was hast du denn gedacht? So, es geht weiter. Schutz-Item. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Tatsächlich nicht. Nee, das war hier. Nein, das war hier. Nee, hier. Oder da? Oder dort? Hier. Oh Mann. Zwei Sonderbonbons habe ich am Start. Ist ja cool. Das wusste ich nicht. Okay, das sieht aus wie ein Doppelkampf. Hier. Ah, das ist definitiv ein Doppelkampf. Nehme ich hier ein wenig um. Ist ein Trainer? Ich ruhe mich hier ein wenig aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich jetzt die Attacke Ruheort einsetzen. Du solltest dir übrigens auch eine Verschnaufpause gönnen. Oh mein Gott, er gibt uns eiskalt TM 51. Das muss Ruheort sein. Natürlich. Wenn sie ohne Rast weiterfliegen müssten, würden Vogel-Pokémon irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Ey, das hat sich sowas von gelohnt. Ey, Luxio, nerv nicht. Das ist voll komisch, ey. Okay. Komm her, Kollege. Wie, du willst nicht kämpfen? Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet. Okay, mach das aber. Lauf mal woanders weiter. Oder? Okay, oh, da hinten, beziehungsweise da vorne ist ein weiterer Doppelkampf. Wenn mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Hohoho, wir zeigen dir, wie tief das Band zwischen Vater und Tochter ist. Okay, alles klar. Das ist schon ziemlich übel. Mann. Gegen so ein Team kämpft.
Ganz besonders, wenn man davon ausgeht, dass man gewinnen wird. Aber ich hoffe, jeder nimmt das sportlich auf. So, schau's auf. Aus. Ich bin die ganze Zeit abgelenkt, sorry. Mein Handy ist die ganze Zeit am vibrieren. Ich habe das immer noch nicht ausgestellt, dass wenn ich auf Discord Nachrichten kriege, dass mir das nicht andauernd angezeigt wird. Ich bin ja auch auf einigen Servern. Und dort wird ja viel geschrieben und ich kriege die ganze Zeit Benachrichtigungen. Hier wurde das geschrieben, dort wurde das geschrieben, etc, etc, etc. Ich bin gerade ein wenig durcheinander. Okay, alles klar. Simsala nehme ich lieber raus. Psycho-Pokémon jetzt gegen Unlicht-Pokémon zu kämpfen, ist glaube ich nicht so klug und gut. Nice, das hat sich gelohnt. Mogelhieb. Ja, okay, 4 Kraftpunkte verloren. Ja, das war gut, dass ich Simsala rausgenommen habe. Definitiv. Okay. Aeroas gegen Sklungkapu. Ja, ich kümmere mich erstmal um dieses Pokémon. Das Pokémon ist schon ziemlich stark. Und Blubstrahl ebenfalls gegen Sklungkapu. Yeah, nice. Charmian. Ja, Charmian geht noch da. Hey, pass mal auf. Hallo. Willst du mich reinlegen? 4-mal treffen und so? Was bildest du dir eigentlich ein? Bam bam. Bam bam. Let's go. Ich krieg den Flow. Unnötig. Ich will mir mal kurz gleich die Karte anschauen. Ich hab das gerade absolut nicht auf dem Schirm, wie lang diese Route ist. Route 210 und so. Ja, zumindest haben wir uns schon um ein Pokémon gekümmert, was ziemlich erfreulich ist. Auch ein Charmian. Boah, nice. Ein Volltreffer. Goldige Aktion, Staravia. Goldige Aktion. Erzi erreicht Level 28. Huch, huch, ach nein. Selbst mit vereinten Kräften konnten wir dich nicht besiegen. 5208 Pokédollar. Ja, ihr müsst trainieren. Einfach nur trainieren. Trainieren, trainieren, trainieren. Und ich auch. Was schnack ich da? Ach, ich muss das Fahrrad gar nicht von hier aus öffnen. Das kann ich auch anders machen. Na egal. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Erneut einsetzen. Ja, warum nicht? Und hier ist ein weiterer Doppelkampf. Und um diesen Doppelkampf kümmern wir uns dann im nächsten Part. Danke, dass ihr da wart, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.